Einen wunderschönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Und heute präsentiere ich euch wieder eine neue und weitere Folge von Klatsch den Nigges. Unser kleiner charismatischer Kollege Nigges, hallo. Aref. Hat die bisherigen letzten Spiele verloren. Auch ein Ronaldo hat nichts gebracht. Aber vielleicht wird es ja heute was in dieser Aufnahme. Ich fand, mit Chaka hast du besser gespielt. Ja, schön für dich. Fand's auch schön. So, Freundschaftsspiel. Wir spielen das wieder ganz oldschool. Ja, ganz oldschool. Ganz gechillt runterspielen. Ganz gechillt. Dann gleich wieder nach 3 Minuten ist wieder Geschrei groß. Spiel aufbauen. Mit 2 Pässen hier nach vorne, zurück. Dahin. Zack. Du kannst auch Fußball spielen. Gut. Da hätte jetzt der Ayen mitdenken müssen. Ich habe aber auch die Rasentarnfarben an heute hier, ne? Da sieht er oben. Der Griezmann. Oh, Griezmann hier mit dem Todes-Headbutt. AKA Bam Bam Bigelow-Style. Stark. Vom Top Rope. Oh, der Koscielny kriegt gelb, das ist aber nicht sein. Ne? Das muss ja echt nicht sein. Da. So ein taktisches Fäulchen. In Ehren. Ja. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. In AFA. Mal laufen hier. Da kann auch mal hier eine Karte sein. Da muss der Paul mal wieder regeln. Oh, guck mal, wie sie da jetzt schon in den Paul reingrätschen. Nigges. Paul. Oh, hochkonzentriert der Nigges heute. Heute hören wir von dir wenig, oder? Ihr müsst euch vorstellen, um das nochmal hier so bei Klatsch den Nigges. Oh. Ah, soll ich den vorm Einwurf retten, damit er nicht ganz so blamabel ist, ja, ne? So. Ganz kurz nochmal zu Klatsch den Nigges. Klatsch den Nigges ist eine Folge, die ist, ich weiß gar nicht, wie die damals entstanden ist. Wir haben auf jeden Fall irgendwann gesagt, so, hey Nigges, komm, wir spielen so lange FIFA, bis du gewinnst. Und man mag es kaum glauben, aber es hat ein bisschen gedauert, weil, ja, Nigges hat dann immer hier so mal so ein Türchen kassiert und dann ein Spielchen verloren und nochmal ein Spielchen verloren. Und es war eigentlich aus meiner Position doch schon witzig. Muss man sagen. Es war witzig. Es war unterhaltsam. Und Nigges hat dann halt gesagt, komm, jetzt aber. Nigges hat ja auch einen gewissen Ehrgeiz, wenn er nicht gerade in der Salzwüste lebt. Übrigens, ihr könnt mir mal gerne alle möglichen Salzsprüche, die euch einfallen. Nein. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ey Leute, wenn ihr Mitleid mit mir habt, dann macht ihr das nicht, weil die muss ich mir dann jeden Stream, jeden Tag, wenn der Stream offline ist, immer anhören. Ich glaube, das war jetzt das falsche Argument. Scheißegal. Hättest du jetzt sagen können, so, hey... Ehrenmänner, halten sich dran, Mann. Hättest du jetzt sagen können, so, hey, diese Salzsprüche sind doch echt lame, die sind doch echt langweilig. Die hat Hand of Blood schon alle gebracht, aber nein. Oh. Ey, die Ja, gut. Das, was Krieger gerade gesagt hat. So, das hätte man bringen können, aber, hey. Ihr könnt die auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben. Die werden natürlich jetzt nicht mehr kommen, weil... Wir haben die ganzen Klatsch den Nigges-Folgen schon abgedreht. Wenn ich nicht im Urlaub sein sollte, also kommt mal jetzt in den Stream, wenn ich jetzt noch streamen sollte, dann kann Urlaub es daran liegen, wir müssen FIFA spielen, dass der Urlaub ausgefallen ist, weil ich halt die ganze Zeit hier am Zocken bin. Ne? Das kann natürlich sein. Nigges, wir überlegen jetzt mal. Ja. Wie oft warst du schon in Schlag den Nigges vorne? Ja, das ist korrekt. Ich muss mal ehrlich sagen, dass ich, ich sag mal so, ich mag es nicht, gegen dich zu hoch zu führen, weil dann bist du für mich am gefährlichsten. So, nach der 3-0-Führung, da habe ich ja echt nochmal ein bisschen gezittert. Da kam ja auch dann das schöne Sweaty-Goal rein. Aber so jetzt, das ist so, ja, das geht. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn du 3-0 führst, dann wird's hart. Dann bin ich ruhig.
Aber momentan ist ja noch alles recht locker. Ne? Hier in der vierten Aufnahme. Wie siehst du denn das Ganze? Bist du nervös oder so? Nervös? Ne. Dann würde ich ja nicht hier sein. Ich meine, du führst ja jetzt 1-0. Ich habe schon wieder Todesgriesmann. Hoppala. Schiedsrichter. Na, Fuß vor. So, jetzt mal hier ein bisschen gepflegten Fußball auf dem Freien. Bitte bra. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch den Ey, das. Nein. Das ist faul. Das ist kein Foul, Mann. Foul. Die Spieler in der Mauer müssen aufpassen. Das klatscht, da prallt der Fuß zurück ins Spiel. Was ist er denn? Nein! Starker Pass auf Manu. Oh, ist der Pogba aber gut vorbeigesegelt. Pogba. Schönen Segelschein. Mann, ey, das kann doch nicht sein jetzt hier, Alter. Ihr habt den nicht rausgeholt. Oh, Alter. Ja, ich hab ihn rausgeholt. In meiner zu weiten Vorlage. Hat er. Kriegerisches Glück. Ja, sehr gut, komm, dass er den noch pfeift. Das ist sehr gut. Das ist richtig so lächerlich. Das Schöne ist, für einen Klatsch in Niggis muss Niggis einen Sieg haben. Das ist schon mal das Wichtigste. Ein Klatsch in Niggis. Das ist mir gerade ein bisschen zu voll. Du spielst ordentlich auf Abwehr, kann das sein? Ich hab ja gesagt, oldschool. Ah, okay. Also, liebe Freunde, heute wird der Beton mal richtig angerührt hier. Guck dir das an, wie voll das hier ist. Ja, bra, da musst du durch. Ah, schön gespielt. Also die Chancen holen wir uns raus. Das kann der Niggis nicht halten die ganze Zeit. Das ist zu viel für den Jungen. Das ist jetzt erste Halbzeit, ein Tor, ein Treffer. Jetzt müssen wir mal ein bisschen hier wechseln. Müssen wir mal ein bisschen Power hier ins Spielfeld bringen. Mit Di Maria und Ronaldo. Ne, Niggis? Ja, was? Ja, genau. Das Schöne ist, Niggis ist jetzt mega angespannt. Der führt 1-0. Und 1-0 wäre natürlich ein ranziger Sieg, muss man ganz ehrlich sagen. Wäre natürlich echt mega ranzig. Würde aber reichen. Jetzt geht es natürlich darum, ich spiele auch auf Konter, das weiß ja auch Niggis. Wenn er den jetzt vergeigt, spielen ein paar Leute. Da wird dann mal gerätscht. Lauf. Bin zur Eckfahne. Starkes Ding! Starkes Ding, Junge! Und jetzt ist wieder... Schön reingelaufen. Der Trailer kam. Zack, Pass auf den Trailer. Reingelünzt. Vielen lieben Dank. Ja, der Bra, Junge. Ja, keine Gefangenen. Können wir hier einen Stollen in C drücken. Mann, wohin denn? Und jetzt ist die Stimmung bei der kriegischen Fortuna wieder am Start. Ibra macht sich Platz. Und holt sich das Tor! A-cha-cha-cha-cha-cha-cha! 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 Hui! Niggis! Ah. In Salz stinken würde, das könntet ihr nicht aushalten in Deutschland.
Bin der Vorteil weg. Starke Verteidigung von der Koschenis. Hupp dich. Ich kann noch nicht mal abschließen. Deine Spuren im Sand. Ach ja. Die ich gestern dort fand, waren dick und fett aus Salz. Aber da könntest du mal mit dem Griezmann. Kann der Griezmann eigentlich Distanzschüsse? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist ein schönes Tor gemacht. Ne? Oh, hat er getroffen? Der Mythos? Der Mythos hat geknipst. Niggas, was soll die Ruhe? Alle F jetzt. Durch die Strafe. Zack, Junge! Das kann nicht sein, Alter. Dass du doch... Hui! Schuh, Alter. Wuschu! Wuschu! Ja, ist natürlich direkt hart, ne? So. Aber wenn es heute mal ein bisschen weniger ist, was der Niggas spricht, ich verspreche halt, da wird der nächste Folge wieder anders sein. Nee, das kannst du gar nicht versprechen. Nee, warum denn dann, Mann, du Blabla? Ihr habt hiermit offiziell die Erlaubnis, so ein Best-of zusammenzustellen, wenn ihr möchtet. So mit allen Niggas-Wörtern, so in Lautschrift. Oh Mann, jetzt kein Elfmeter? Paul! Okay, kein Elfmeter. Ach, ist egal. Da will ich auch keinen Elfmeter für haben, für sowas. Ja, halt dein Maul, Alter. War so schön gespielt, Freunde. Maul. Das Problem, dass vielleicht hier heute ein 24-Stunden-Livestream werden kann. Zack, schöne Dinge auf den Lyris. Mann. Ey, was muss ich eigentlich machen? Was du machen musst, den Ball aus dem Tor holen. Junge. Hui, toll. Ey, was muss ich machen, um quitten zu dürfen? Boah. Habe ich jetzt noch keine gerechte Strafe mir überlegt. Aber warum willst du denn jetzt quitten? Das macht doch gerade so viel Spaß. Nee, es macht keinen Spaß. Warum nicht? Ich finde, das ist ganz witzig hier. Habe ich lange nicht mehr gemacht, ne? Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Weiß ich auch warum. Ah ja, hui, toll. Laurent Koscielny! Starkes Ding. Und Koscielny. Laurent! Ja, es ist halt. Irgendwas stimmt in deiner Mannschaft nicht. Alter, das kann einfach nicht... Mann, ey. Was denn? Dein Maul. Schönes Tor. Der Mythos hat wieder zugeschlagen. Und mit diesem Treffer kommen sie nochmal ran. Durch den Anschluss bekommen sie sicher nochmal die zweite Luft, aber viel Zeit bleibt nicht. Natürlich, Ah, war aber schon beinahe in deinem Ballbesitz. 4-3 der Spielstand, das erlebt man auch nicht alle Tage. Die Maria am Ball. Der Pass spielt er gut. Dass du da durchkommst, ist so lächerlich, Junge. Du zahlst Krankenhausrechnung, Alter.
Wen? Mich. Was hast du denn für eine... Herzinfarkt. Für schlechte Spieler ist das keine Krankheit. Ui! Ja, genau! Mann! Paul Pogba hat... Schiri, guck mal, wie der da reingeht. Ey, und Scheiß. Was denn? So viel habe ich jetzt. Was hast du? Was den Satz leider nicht verändert. Ei, 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 ei. Hallo. Niggas. Ende die Folge. Liebe Freunde, ich bedanke mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Zu diesem schönen 5:3. Ach, guck mal, Ibra wieder Spieler des Tages hier. War aber auch spannend heute, ne? Mein erst so ein gediegenes, einfach mal so die Entstehung dieses Spiels. Ne? 1-0 für Niggas. Relativ früh. Durch Thomas Müller. Und dann, ja, erst in der zweiten Halbzeit dann hier das Torfestival. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Dankeschön, Niggas.